Willst du wirklich einen Trainercoach besiegen? Ja, klar. Dann, ich werde mich zurückhalten, Dann legen wir los. Der gute Dante möchte uns herausfordern. Mit einem Radfratz. Ich glaube, dieses Radfratz wird... Oh, das ist Level 21. Das wird definitiv nicht einfach werden, dieses Pokémon zu besiegen. Aber ich versuche es mal. Wir setzen mit einer Kopfnuss hinterher. Ich hoffe, dass es reicht. Oh, das reicht nicht. Ja, ich sage ja, diese Trainerkutsche sind nicht Hunde. Knirsche. Mal gucken, was wir von dem kriegen. Vulcano wird auf jeden Fall leider einiges gerade eingesteckt. Ich glaube, ich krieg's nicht hin, down. So, dann müsste es jetzt eigentlich down kriegen. Wobei ich vermute, dass jetzt gleich. Ja, Radfahrt geht hier funktioniert. Das war mir schon fast klar. Mit der Vermutung hatte ich ziemlich recht. Das war natürlich nicht geplant, dass ich mein Vulcano verliere damit. Wie sieht dem Knirscher? Ich glaube, die kriegen wir nicht. Ich weiß gar nicht, was wir kriegen könnten. Naja, jetzt werden wir sehen, der Radfratz ist tatsächlich jetzt down. So, was haben wir denn von ihm zu erwarten? Dann bist du echt stark. Jetzt habe ich gute Laune, deswegen schicke ich dir das hier. Pikachu-Bombos, okay. So, das heißt, wir haben noch genug Beleber. Wir können also Vulcano so holen. Ne, wir haben 4 Stück. Ich hätte ein paar mehr gehabt. Aber wir können ja Tränke ohne Ende rausballern. Ich wollte gerade mal einen Pokéball. So, jetzt haben wir Pikachu und Vulcano draus. Oh, ein Radikal. Radikal habe ich auch noch nicht. Das ist sogar ein besonderes Radikal, weil es ist ein winziges Radikal, ein ganz, ganz kleines. Das ist ein guter Fang. Oh, das ist sogar beim ersten Wurf reingegangen. Sehr gut. 600, 300 dicke Erfahrungspunkte. Level 19 für Rad. Also, Level 19 für Bisasam Knosp. Level 19 für Zubat. Level 19 eben für Ruffs. Und Level 15 für Pummeluff. Pummeluff ist dabei nicht kein Teammitglied. Also, wir haben ein bisschen was noch aufgestockt. Also, zwei Pokémon stehen tatsächlich kurz vor der Entwicklung. Nämlich Zubat und Carpador. Und ein weiterer Pokémon-Eintrag für uns. Ein Radfratz haben wir ja schon gehabt. Ein Radikal haben wir jetzt auch bekommen. Sehr, sehr. Ist das wieder Knospo? Achso, nee. Ich wollte gerade sagen, cool, wieder Knospen wildes. Aber es ist keins. Das ist nur unser Co-Partner, der sich dieser Knopf draußen hat. Das wäre cool gewesen. Ein Magnetilo! Ein Pokémon vom Typ Stahl und Elektro. Das heißt, dieses Pokémon wird wahrscheinlich gegen unser Duo nicht den Hauch einer Chance haben. Nein, wird es nicht. Spätestens die Glut hätte es hier gekillt. Tschüss, Magnetilo. Bye, bye.
du hast noch einen Voltoball hinterher. So, dann kriegst du natürlich eine Kopfnuss. Und du gehst mit deinem Schaufler hinterher. Ach, das Kopfnuss reicht schon. Pikachu ist einfach sowas von überpowert. Mit deinem 24er Level. So, dann haben wir das auch erledigt. Und da hinten ist noch ein Riesenradikal. Und dann noch ist ein normales Radikal. Also wir holen jetzt gerade mal die Radikals kurz. Weil das auf jeden Fall dicke Erfahrungspunkte gibt. Ja, ein fabelhafter Wurf. Aber dieses Radikal hat nicht die, macht nicht die Anstalten, mal im Pokéball zu dumm zu bleiben. Ja, das sowieso nicht. Dann probieren wir es nochmal mit einem fabelhaften Wurf. Und diesmal bleibt sogar drin. Sehr schön. So, Level 20. Oh, wir haben schon fast Level. Wir haben schon fast. Level 25, Miguel Level 17. Oh, Flammenwurf, das ist gut. Aber wir nehmen Silberblick erstmal raus noch. Weil ich würde gerne zwei Feuerattacken auf jeden Fall im Ziel haben. So, wir haben Level 20. Super Level 20. Und will Dunkelnebel erlernen. Das, das setzt alle Statusveränderungen zurück, also quasi, wenn der Angriff gestiegen ist und so, glaube ich. Und Aussetzer ist mir richtig egal, weil Pokémon ist kein Teammitglied. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, welches letzte Pokémon ich ins Team nehmen werde. So, wenn wir dieses letzte Radfahrt gefangen haben, wo ich gesagt habe, dann haben wir dann ein endlich neu, unser voll entwickeltes Teammitglied. So, weil dieses Radfahrt ziemlich radikal, Entschuldigung, möchte ich haben. Dann sind wir wieder live bei der Entwicklung dabei. Wenn das mal mit dem Werfen klappen würde. Ich habe heute so ein bisschen Zielwasser. Leck mich doch im Arsch. Ich habe ein bisschen Zielwasser oder kein Zielwasser gesoffen. Alter, was ist denn heute los? Jetzt. Beim vierten Versuch dann irgendwie mal. Klappt. So, das müssen wieder weitere 500-600 Erfahrungspunkte geben mit der Fangserie. Auf jeden Fall 367 doch nicht. Aber wir haben Level 20 für Bardo. Und damit haben wir jetzt ein weiteres neues Pokémon, nämlich ein Gardos. Das wird sich jetzt irgendwie entwickeln. Na endlich! Herzlich willkommen im Team Gardos. So. Gardos hat eine Bissattacke. Sehr schön. Dann kann ich ihm jetzt auch. Dann kann ich ihm jetzt auch Siedewasser beibringen. So, müsste eigentlich jetzt funktionieren. TM-Box. Ich müsste Siedewasser jetzt beibringen können. Oder? Ja. So, damit haben wir das auch erledigt. So, und du bist ein Elektriker. So wie der vorher auch. Jetzt trainieren wir den noch in dieser Route hier fertig. Dann mache ich Feierabend heute. So, der gute Dennis, der fordert uns jetzt hier raus. Mit einem Flammenwurf mal hinterher. Leute, das wollte bald die Kopfnuss wegstecken. Das tut sie auch tatsächlich. Und greift da mit Sternschauer an, aber den Flammenwurf hinterher kriegt es nicht. Das sieht cool aus. So passt es auch. Und die Ruhe kommt nicht irgendwie aus der Brust oder sowas, sondern direkt aus dem Mund von Fukano. Und es reicht
für Level 18 für unser Fukano Level, das zweite Level ab hinterher. Cool. Wir gewinnen drei weitere Pokébälle, also wir kriegen keine Pokébälle ohne Hände zugeschissen. So. Meines Wissens hier unten nämlich auch noch ein Trainer. Müsste ein Spieler da sein. Ne, es ist ein Matrose. Aber es ist jedenfalls ein Trainer. Ich glaube, die Originaledition ist ein Spieler mit einem Quapsel und so. Quapsel, Quapuzzi. Meines Wissens. Quapsel hat er schon mal. War ich auch eine Weile am Überlegen, ob ich das ins Team nehmen soll. Also für Quapo dann später. Habe ich dann aber für Gyarados entschieden. So. Ja, und ich weiß, dass ich zwei Flug-Pokémon im Team habe. Das ist mir vollkommen bewusst. So. Adios, bye bye, liebes kleines Quapsel. Und du hast ein Machalo hinterher. Mach eins hinterher. Und du gehst mit der gleichen Attacke. Also zweimal kopflos. Sollte eigentlich für dieses Machalo locker reichen. Der erste überlebt dann noch. Aber die zweite, die reicht für ihn. Um es zu besiegen. Sehr schön. So. Gut. Da oben müsste noch ein Knirps sein. Ich hoffe, viele Trainer haben wir nicht mehr. Auf der Route, dann haben wir mal nicht mehr Feierabend. Ja, dieser Trainer hier, dieser kleine Knirps hier ist auch noch ein Trainer. Wie gesagt, ich bin einfach auch müde jetzt und alles umgegangen. Ich bin auch froh, wenn ich im Bettchen liege. Ja, das hat ein bisschen, trotzdem ein bisschen was zu tun. Der gute Luca. Mit einem Ninorino. Das haben wir ja mal gesehen in der letzten 14. Folge, vorletzten Folge bei Bill oben. Vorletzten Folge war das. Du gehst mit der Kopfnuss drauf und du gehst hinterher mit einem Flammenwurf. Und tschüss, Nidorino. So. Fragen wir schon mal, was wir gefunden. Eine goldene Himbeere, sehr schön. Okay. So, haben wir alle Trainer besiegt jetzt mittlerweile auf der Route? Dich haben wir schon besiegt. Da oben ist noch ein ein Traumato. Traumato haben wir noch nicht gekriegt. War noch nicht gefunden. Und da fand ich ein großartiger Wurf. Das sollte auch wieder einige Erfahrungspunkte geben, wenn der drin bleiben würde. Ja. Das gute Fukano. Quatsch. Traumato ist natürlich drin geblieben. Ach, ich hab scheiße, ich war zu schnell im Drücken jetzt gerade. Level 26 Pikachu. Pummel von Geschenk. Ist geschenkt. Erholung, nein. Aber ein weiteres Pokémon. Sie haben Pokédex drin. Wie ein Traumato. Das haben wir noch nicht gefangen. Ich weiß noch nicht, ob ich alle kriege, aber die meisten möchte ich gerne haben. Und so ein Matrose, also nur drei Trainer. Oh, guck mal, ein Pantymos. Das haben wir auch noch nicht. Ein äußerst nerviges Pokémon, meiner Meinung nach. Das möchte nicht gefangen werden. By the way! Jetzt muss ich warten, bis das hier wieder rübergekommen ist, oder was? Ach, was ist denn mit dir los heute? Jetzt.
Weil ich das mit dem Richtungsziel nicht hinbekommen habe, ist es mir jetzt quasi schön in den Weg gerutscht. Kommt der da drin? Kann ich mal das klar. Schnell rausgekommen wieder. Nee, ja, bleib doch mal drin, völlig. Da wollte es wieder rumhüpfen. Das ist das Nervige an dem Pokémon. Es hüpft rum, wieso geht nicht mehr? Komm, wir drin jetzt endlich. Haha, ein Pokéball hat es natürlich noch mitgenommen. Komm, reicht mir. Ich muss, ob ich jetzt nicht mal wirklich mit Bällen mit Dings um mich werfen. Wie wäre. Ja, genau, und dann mal gerade für die Flug-Pokébälle und. Auf die Idee, ich könnte ja flüchten. Das ist ein Traumato wieder, das brauchen wir nicht. Aber die Trainer hier nehmen wir noch mit in dieser Folge auf jeden Fall. Jetzt aber nicht die Route durch, da kann man mich in der nächsten Folge auf die MSN nehmen. Ein Rollenspieler. Ein Diktar. Und zwar nur ein Diktar. Einmal das und die Glut hin. Oh, jetzt kann ich ihn nur mehr angreifen, weil es zurückgeschreckt ist. Das passiert der Kopf jetzt auch, aber dann mal. So, es ist down. So, dann fehlt es eigentlich nur noch. Für den Trainer, den. Ja, du bist ein Trainer, der noch besiegt werden will, genauso wie die junge Dame, die da oben rechts noch steht. Lassen Sie mal durch heute. Und du kommst mit einem Flatmon, und zwar nur einem Flatmon. Okay, hätte ich auch überlegt, eine Weile ins Team zu nehmen. Dann hätte ich was auf Psycho-Pokémon. Ich weiß es, wie gesagt, immer noch nicht, welches Team ich mitglied nehmen soll. Aber ich habe ja noch ein paar Folgen Zeit. Alles gut. Und tschüss. Liebes kleines Flagman. So, der ist auch da. Und jetzt machen wir noch einen Trainer. Das wird ein etwas kürzerer Part werden. Aber 20 Minuten. Das ist kurz. Das ist irgendwie lang wieder gestrige Part. Normalerweise möchte ich ja gerne so um die 20 bis 25 Minuten die Parts machen. Kann schon mal auch sein, dass wir ein bisschen was länger machen müssen. Und du hast da ein Pummeluff, aber diesmal hast du noch ein zweites Pokémon dabei. Ich weiß aber noch nicht, was du dabei hast. So, dann kommst du mit einer Glutattacke hinterher. So, wie schwer wurde, wenn dieses Pummeluff die Doppelkick-Attacke wegstecken würde, obwohl. Nee, doch nicht. Wenn die erste Attacke über die Hälfte abzieht, müsste die zweite das normalerweise killen. Ein Nidorina. Nidorino kennen wir ja mittlerweile schon, aber Nidorina kennen wir noch nicht. Die Weiterentwicklung des weiblichen Nidorans. Da gibt es immer so eine dritte Stufe für. Nämlich Nidoqueen. Ich glaube, das lernen wir auch mal irgendwann kennen. Oh, Nidoqueen? Aber ich hab ja mal diesen Nidoran hier, ne? Naja, gucken wir mal. Nidoqueen wäre eigentlich auch eine Idee, oder Nidoking ins Team zu holen. Wir haben mal noch ein Schaufler-Pokémon, Boden-Pokémon. Und dieses Radikal möchte unbedingt gefangen werden. Das wird natürlich klar, dass. Ich glaube, wir haben noch. Haben wir das schon? Ja, das Radikal haben wir schon, ja.
Oh, ich weiß nicht, ob ich nochmal eine Fangserie bekomme. Fangserie 4, aber war das... Nee, kriegen wir nicht. Auf jeden Fall, weil wir das Traumatico jetzt durchgefangen haben. Ich glaube, das müsste später gekommen sein. Aber es gibt 500 Erfahrungspunkte. Ui, Level 19 Miguel, Level 22 Nobi, Level 21 Robs. Sehr cool. Buddy Check braucht man nicht. Kaserei brauchen wir nicht. Gut. Tja, uns keine Fangserie. Ist aber auch Jacke wie Hose. Gut, dann haben wir alle Trainer hier durch. Müsste ich wirklich sagen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Dann gehe ich jetzt noch ins Pokémon Center und dann stelle ich mich dahin, wo es dann im nächsten Part auf jeden Fall weitergehen wird. Nämlich. Moment. Was hast du? Ach, du magst die Blumen. Okay. Soll auch mal vorkommen. Was ist mit dir? Du möchtest mir das Shiki bestimmt später geben, ne? Ich habe vor kurzem mein Shiki gefangen. Dieses Pokémon stellt den Unfug an. Ich würde es gerne einem talentierten Trainer vertrauen. Sobald du mindestens 60 Pokémon gefangen hast, können wir nochmal drüber reden. Habe ich überhaupt? Das dürfte aber auch kurz vorher nur gewesen sein. Ich glaube, 60 haben wir noch nicht, aber ich glaube, die müssen nur bei 55, 60, 58. Ja, leck mich doch am Arsch. Komm, ich fange die zweite Pokémon noch, wenn ich ehrlich bin. Ich will das Shiki noch mitnehmen. In dem Part hier. Das sind ja zwei Pokémon. Das erste ist ein Enton. Wenn ich ehrlich bin, mache ich jetzt noch fertig. Scheiße. Ist mir scheißegal, dann geht der Part etwas länger. Who cares? Gar nichts. Einfach nur eingefangen, das Enton. Und du bist Nummer 59. Ich hab dir einfach gerade sagen, ich habe schon ein bisschen einiges gefangen. Ich habe jetzt zwischendurch bald gar dies gefarmt. Mit dem. Das haben wir schon gefangen. So, komm. Herr Fukano. Zumindest hast du mal eine gute Fangquote. So, das ist gefangen. 79 Erfahrungspunkte. Leider kein Level, aber fast Level 27 für Pikachu schon. Dann machen wir das auch so weiter. Und ich glaube, dann haben wir auch alle Pokémon. Die Menge, die wir für alle geschenkten Pokémon brauchen. Ich glaube, sonst kriegen wir nichts weiter geschenkt. Ich glaube, das ist das letzte. Der letzte Starter. So, du hast. Ich würde es gerne am talentierten Trainer vertrauen. Oh, ja, du hast tatsächlich Pokémon. Cool. Ha, dann hast du es gefangen. Du hast mein Trainer du hast dein Talent als Trainer ausreichend bewiesen. Ich glaube, du solltest diese kleinen Schirren für zählen können. Würdest du dich um mein Schicki kümmern? Ja. Und wir haben den dritten Starter auch geschenkt bekommen. Und damit einen weiteren Pokémon-Eintrag. So, damit haben wir Bisasam, damit haben wir Shiggy und damit haben wir auch Glumanda. Also, Bisasam, Glumanda und dann Shiggy haben wir jetzt bekommen als letzten. Und damit sind wir auch durch für heute, liebe Leute. Nicht nur wir, sondern ich sowieso. So. Gut, dann war es das für euch und für mich und wie auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir hören uns morgen wieder um 18 Uhr. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder haben würdet hier bei diesem tollen Pokémon-Abenteuer in Kanto. Bis dahin und tschüss.